Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Okay. Vermutlich Soldaten. Gar nicht so gut. Ist gar nicht so gut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich das doch. Wollte Mauern ich eigentlich nicht. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Ich hätte mich doch nochmal oben umsehen sollen. Scheinkleister. So, hier ist Loot. Den würde ich gerne grabbeln. Kann ich das? Ohne gefressen zu werden? Geht das? Ja, aber eine knappe Nummer. Ganz schön knapp. Okay. Hey! Nein! Pass auf! Haben wir... Ja. Das kam überraschend. Das kam wirklich überraschend. Oh, der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Nee. Das muss aufhören. Also ich glaube, da werden wir noch eine Weile mit denen zu tun haben, leider. Aber gut, was willst du halt machen, ne? Schaffen wir es? Okay, wir schaffen es. Und wir müssen jetzt ins... Ich weiß, es ist die Hölle, aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler, nehmt nur mit, wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Schatz. Ah, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Kann ich den... Geht das? Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg. Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Ja, wir sind super vorsichtig. Eigentlich gar nicht. Aber gut. Aber wir haben sie jetzt ausgeschaltet. Aber gut. Gehen wir mal weiter looten. Eventuell. Im besten Fall. Der Graf hätte dem Wolf keine Macht geben dürfen. Wir wissen nicht mal, ob die Leute, die wir töten, noch krank sind. Soll das nur enden? Der Wolf ergreift Maßnahmen, die wir brauchen. Sonst bricht Panik aus. Ich weiß. Panik. Okay, was mache ich jetzt? Also ich kann ja an denen jetzt nicht vorbei. Oh, warte doch, kann ich schon. Wait. Hä? Geh mal gucken. Warst du das? Ich sehe mal nach. Ja, also ich weiß, wir sind jetzt echt ein bisschen auf dem Rachefeldzug, aber... Weiß ich, also, ja... So ein bisschen. Leicht. So, waren hier nicht auch noch irgendwie andere Leute? Waren da noch andere Gegner gewesen? So, es gibt jetzt zwei Stationen, die wir anlaufen könnten. Wobei, warte. Lass mal kurz den Job nochmal fallen. Lass ihn doch fallen! So, wir machen mal das Licht an. Das auch.
Ja, da hinten könnten wir eigentlich auch anmachen. Sehr gut. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Wohin gehen wir? So, jetzt machen wir uns ein Stöckchen. Und gehen jetzt erstmal in die Richtung. Okay, vielleicht gut mit Schwertern, ja? Kann man auch so bezeichnen. Also, ne? Oh Gott, hier vorne sind die auch noch. Die habe ich ja fast übersehen. Okay, gehen wir vielleicht doch wieder zurück. Hier ist eine große Lootbox. Finde ich gut. Obwohl, ist gar keine so große Lootbox. Die haben sie umgebracht. In der Kirche. Denen ist alles scheißegal, Lukas. Das sind Schlechter. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Die machen auch vor Kirchen nicht halt. Nee. Ach nee, warte. So, jetzt. Machen wir hier mal ein bisschen Feuer an, damit wir hier durchkommen. Aber hier hinten hatten wir jetzt keine weiteren, ne? Nee, ne? Jetzt hier ist alles cool. Okay. Doch nicht? Der Kräuterkundler. Die brauche ich für Ärzte und Patienten. Und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Jetzt ist natürlich die Frage, also wenn ich jetzt die beiden ausschalte. Oh Gott. Vielleicht. Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Was ist denn passiert? Ich soll euch helfen. Nein. Ich musste es tun. Vielleicht. Aber es ist sowieso zu spät. Wir müssen hier weg. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du nicht weitermachen. Ich weiß. Warum nicht? Ja, aber dank diesen Mistkerlen geht's für Gohn nur noch schlechter. So. Ich glaube, das war's. Ist doch okay so gewesen, ja. Oder? Also. Du hast sie alle getötet. Denen weint keiner nach. Ich, also, ja, aber irgendwie auch nein. Also, wir haben sie getötet, ja. Also, eigentlich haben wir nur das Feuer ausgemacht. Getötet haben sie die Ratten. Wenn man es genau sagen möchte. So, wir gehen nochmal hier gucken. Das hilft uns weiter. Okay. Was? Bleib doch hier! Komm doch her! Mann, was ist denn dein Problem? So, kommst du? Okay. Ja, scheiße. Warte mal, da hinten ist noch eine Kiste, eine Loot-Kiste. Die wollen wir uns noch schnell holen. Ich habe keinen Topf mehr. Ja, komm doch her! Ah, er bleibt genau da stehen, okay. Ja, das ist jetzt kacke. Weil wir müssen ja wahrscheinlich da hinten hin. Das ist jetzt gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Hast du noch einen Topf? Nee, ne?
Schade. So, weil das kann ich zwar anmachen, bringt mir aber erstmal semi wenig. Ist gar nichts. Weil durchrennen kann ich nicht. Und einen Topf habe ich nicht. Müssen wir vielleicht nochmal zurück. Haben wir noch irgendwo Loot übersehen? Haben wir hier noch einen Topf? Nein. Hier draußen kann ich auch nicht mehr viel machen, ne? Nee. Hier ist auch alles voller Ratten. Oh, jetzt wäre ich fast da reingerannt. Ja. Was ist? Alles gut, habe ich gesagt. Gut, gut. Ja, irgendwie aber auch nicht, weil, wie gesagt, wir haben jetzt kein Stuff mehr. We have no stuff, stuff. Zum... Hab gemütlich vom Bett aus zugeschaut und bin eingeschlafen. Ja, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will? Wie gesagt, durchrennen wird nicht funktionieren. Und einen Topf habe ich nicht mehr. Warte. Now I have the idea. Wir gehen einfach hier wieder zurück. Holen uns ein Stöckchen. Was wir nicht können. Das ist schlecht. Komm ich an einen anderen Stock ran? Stock, 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 Stock und Stein, Stock und Stein. Wahrscheinlich nein. Lass mich los. Haben wir hier noch Stöcker? Hier haben wir noch Stöcker. Okay, okay, okay. Nehmen wir uns hier den Stock mit. Ey, sag mir nicht, dass ich hier nicht mit dem Stock hier rüber springe. Doch, kann ich, okay. So, mit dem Stock gehen wir jetzt ganz gemütlich da durch. Wir schaffen das. Wir verschwenden so viel Zeit. Dann lass uns weitergehen. Die sind durchs Tor gekommen. Die Werkstätte muss also irgendwo... Was? Ich bin gestorben. Okay. Gut. Ich hoffe, haben wir jetzt alle getötet? Wir haben alle getötet, ne? Ja. Oder? Okay, also. Da hinten ist noch ein Lagerfeuer, das müssen wir auf jeden Fall entzünden. Das heißt, wir gehen aber erstmal zur Lampe und entzünden dann das Lagerfeuer. Von da aus, mit einem Steinchen. Weil das Feuer hält hier anscheinend nicht dazu aus. Dann lass uns weitergehen. Die sind durchs Tor gekommen. Die Werkstätte muss also irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja, gehen wir weiter. So, Dankeschön. Oh, ist verriegelt. Ganz ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Ist es jetzt dein Ernst? Habe ich jetzt extra meinen letzten... Wirklich? Hätte ich das gar nicht machen müssen. Ich könnte ja... ein bisschen kotzen. Mir nach. Aber gut. Haben wir halt was verschwendet. Wie immer. Mal sicher. Ja, dank mir. Du hättest sie nicht alle töten müssen. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst.
Beschwert er sich jetzt ernsthaft, weil wir sie getötet haben? Sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Die ist nicht lila. Oh, keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Können wir hier einfach rein? Nein. Nein, das ist er nicht. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Auf geht's ins Haus. Kartengeräte. Oh, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Sie ist aber auch... Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Amicia, sieh mal. Ist hier schon wieder los. Ihr bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte... Lol, was ist er denn für eine Rüstung? Was hat er denn? Komm mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Rausgehen? Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Okay. Also spielen wir jetzt Lukas? Was passiert mit mir? Ja, also, was hat sie denn? Ist es, weil sie sich zu weit von ihrem Bruder entfernt, oder? Oder hat sie auch diese Gabe? Jetzt, wir befreien Lukas. Achtung, wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Hier sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein. Hör auf, Angst zu haben. Genau so. So wird es gemacht. Okay, den haben wir jetzt definitiv getötet. Dafür dürften wir jetzt kein Messer mehr haben, glaube ich. Lukas, er lebt noch. Ihr Drecksäcke, na wartet. Okay, sie hat auf jeden Fall eine ordentliche Wut. Achso, guck mal, hier sind ja auch noch ein paar Leute. Oh, da hinten ist Loot. Wait. Was ich schon mal cool finde, ist, dass wir unendlich Munition haben. Also wir haben unendlich viele Steine. Das ganz sicher. Nichts. Muss wieder weiter. Wollt ihr euch verstecken? Ich bin versteckt. Also ich weiß ja nicht, was dein Begehr ist, aber ich bin versteckt. Auf die Beine, na lob da lang. Wusste ich's doch. Tschüss. Was kam von da drüben? Was ist da passiert? Hey, du! Warte. Lebst du noch? Ich würde sagen, nein. Er ist tot. Ich finde den verdammten Schuldigen. Tja, was willst du da machen? Also, erstmal musst du mich finden. Oh,
Was ist denn hier los? Kann ich hier klettern? Sneaky klettern. Geil. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Also sie hat auf jeden Fall richtigen Hass. The hate is real. Na gut. Kann man es ihr verübeln? Ich glaube nicht. Sie sind dahinter. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich würde sagen, nein. Es kam von hier. Bitte lebt noch, bitte. Ihr wollt euch verstecken. Ich finde euch. Sucht ihr mich? Du Kleiner. Bist du verletzt? Ja, geht schon. Danke. Ja, so viel zu. Wir machen hier Sneaky. Du hast deine Lektion gelernt, räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Mir nach! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann ja. Am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Alarm! Scheiße! Oh, der tat weh. Der war gar nicht so gut. Aber der war auch flink unterwegs, der Junge. Muss man ja mal sagen. Ich konnte mich ja kaum verstecken. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt hier. Da hast du's. So, wo ist der Zweite? Da ist der Zweite. Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Alicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein, Alter. Ich hab die Angst so satt. Was ich zeig ihm, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht. Eindringling, sie ist bewaffnet. Ja. Schieß auf die Beute, Alicia, dann sehen sie nichts mehr. Ja. Oh, warte. Warte kurz. Ja. Ja. Nein, lass mich doch. Ich bin weg. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Oh, dann was machst geh du hier? Halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Lass mich. Ich mach dich kalt. Lass mich. Ach ja, dann zeig mir, wie du das machen. Okay, er hat sie gezeigt, wie er es macht. Also, sie hat auf jeden Fall ein paar Aggressionen, die sie vielleicht bewältigen sollte. Aber jetzt ist die Frage, kommen die jetzt einfach nur in Wellen? Muss ich die jetzt wirklich alle nacheinander platt machen? Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's. Da! Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein. Bist du denn überhaupt? Ich hab die Angst so satt. Was ich zeig ihm, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Alter, die also die ist ja aggressiv as fuck. Boah, das war jetzt aber unfair. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben. Falsch! Du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen einjagen. Ja, komm. Braver Hund. Haltet sie auf! Kind hier nicht! Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wo es ist. Ja, komm! Du kleiner Wichser! Hört mal her! Ab jetzt bestimm ich die Regeln. Männer! Die Ehre der Armee liegt in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So gottverdammt tot! Ja! Ja! Okay, wir müssen kurz laufen.
Ich muss kurz weg. Oh, falsche Sache. Falsche. Nein, ich hab. Kurze Pause. Kurz. Wait. Ich muss kurz. Ganz kurz. Jetzt kommt er auch noch. Nee, ist klar. Du wirst meine Männer nicht töten. Ich bin nicht fertig mit euch. Aber sie hat schon ein paar gute Moves drauf gehabt. Muss man mal hier lassen. Also war jetzt gar nicht so schlecht. Aber dennoch hat sie ein paar Aggressionen, die sie vielleicht bereden sollte. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Ja, also wenn du sowas ankündigst, dann wunderst du dich, wenn wir uns wehren? Du solltest dich setzen. Gleich, demnächst. Und mehr hast du nicht zu sagen? Weiß ich nicht. Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Na? Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereit, was hat denn der für einen... Das ist Morgenstern, wir. Oder wie nennt man das? Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Was? Kommt raus. Eure Schlingen warten. Warum sollte ich jetzt freiwillig rausgehen? Bereit. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Aha. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. So. Also benimm dich auch so. Was? Lukas! Die Treppe! Los! Mach schnell! Was zur Hölle? Was war das? Stupefaccio. Du gewöhnst dich schon dran. Das hat gesessen. Ah, die haben noch meine Schleuder. Scheiße, ich bin blind! Okay, er ist blind. Das ist natürlich krass. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja. Ja. Wohin jetzt? Ja, keine Ahnung. Es muss einen Übergang geben. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Ist ein... Himmel, okay, wir machen ein bisschen Assassin's Creed. Bist du sicher? Geht so. Komm. Okay. Wir gehen jetzt das hier hin, oder? Das ist ganz schön gefährlich. Shh, ganz ruhig. Komm. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Nee, ist klar. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Oh, bitte. Bitte, bitte. Du schaffst das. Mhm. Tut mir leid, dass du da durch musst. Da oben ist eine Wache. Das ist meine Schuld. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Also ist nichts für jemanden, der Höhenangst hat. Also gar nicht. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ja, yeah, wir kommen jetzt hier runter. Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Ich würde gern meine Sachen wiederkriegen. Sagnamtes Zeug? Aha, aus den Vororten, beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Bin dabei. Ja, nur wieder, ey. So, okay. Eine Wache. Bemerkt uns nicht, oder was? Okay. Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, wenn du soweit... Lukas, wirf das Stupefaccio. Wenn du rauchst, ist auf
Los, beeil dich. Er löst sich bald auf. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Wir hüpfen hier raus, weil wir es können. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Echt? Gehen wir zurück zum Haus. Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach weiter. Natürlich wissen wir nicht, wo wir hingehen. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mache seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Okay, jetzt können wir raus. Gehen wir. Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Okay. War gar nicht so schlecht. Bis jetzt. Gut, wir schaffen das. Ja, stimmt. Könnte ich mir nicht einfach hier so einen Pfeil und Bogen nehmen? Hier, guck mal, hier ist ein Bogen. Können wir nicht damit irgendwie... Hey, uns da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Naja, also du hast jetzt 1-2 Leute getötet. Hier, vielleicht auch geht's ein paar mehr. Oh, Lukas. Ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Wollte ich gerade sagen. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Die Nachtschatten. Die Schleuder brauchen wir auf jeden Fall zur Verteidigung. Können wir eigentlich jetzt hier laut sein? Also können wir uns einfach normal bewegen? Oder ist das schlecht? Waffen. Schwerter. Messer. Ja, nimm doch irgendwas. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Okay, hier geht's nochmal runter. Oh, was ist mal hier? Was ist das? Keine Schleuder. Noch mehr Schwerter? Nein, nimm doch los, einfach so ein Schwert. Oh, so ein Saustall. Bitte, bitte. Sie könnten jederzeit kommen. Vielleicht hier? Nein. Was habe ich genommen? 5 Stück. Irgendein Stuff. Wo ist denn meine beschissene Schleuder? Vielleicht hier. Oh, bitte. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Wo haben Sie sie hingetan? Ja, wahrscheinlich... Sie muss irgendwo sein. Ich kann hier nicht weiter suchen. Oh, hier ist vielleicht jede Menge Messer? Praktisches Zeug. Der Geruch. Oh, da bist du ja. Ja, hab sie. Ich hab den Nachtschatten, Amicia. Auf eine Alchemistennase ist Verlass. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Oh, Mist. Was ist los? Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Wait. Wir haben ja erstmal hier richtig mega nice Lootster, den wir auf jeden Fall mitnehmen. Gut, dann an die Arbeit. So, wir könnten... Ich würde sagen, wir machen... Nee, einen zusätzlichen Topf macht keinen Sinn. Ich würde mal Verwertungswerkzeug versuchen. Eignet sich bei Platzmangel um Zerlegen von Töpfen, Messern und Pyrit und Bolzen. Das sollte die Sache erleichtern. Und danach würde ich... Ach nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, danach würde ich noch Alchemie machen, aber dafür fehlt mir dann dieses andere Zeugs.